gekauft? Muss ich alles erneuern? Ich habe ihm gesagt, ja, und Sie tun es bestimmt gerne. Wenn Sie jetzt auf zwei gleich langen Beinen ab jetzt laufen können, und das ist natürlich auch ein bleibender Erfolg, den wir da erzielen können. Kannst du weiter? Ja, und wo bringt uns Dawn hin? Es ist ja so ein Faible vielleicht von mir zu mehr Nähe auch in der Partnerschaft, in der Paarbeziehung, sodass man, das war ja auch ein Wunsch von Dieter Dorn, dass man sich als allererst mal selbst hilft und dann dem Partner hilft, der Familie hilft, auf der Straße den Mitbewohnern einfach zur Verfügung steht. Und wir werden auch vermehrt Paarkurse anbieten, und es ist sowieso sehr schön, wenn man gemeinsam auch mit einer Freundin oder mit einem Freund einen Kurs besuchen kann oder empfiehlt, wenn sie Seminarleiter sind, einen Kurs gemeinsam zu besuchen, weil man natürlich dann das gleiche Wissen hat und in der gleichen Energie schwingt, ja, und einfach gemeinsam weiter wachsen kann. Ja, man kann sich gegenseitig eine Stütze fürs Leben sein, man kann sich gegenseitig helfen, und dadurch entsteht zwangsläufig mehr wieder oder wieder mehr Nähe. Auch im Freundeskreis ist man jetzt nicht mehr zwingenderweise einen Spezialisten, der aus der Distanz heraus behandelt, oder der dann eben, wenn man in das Sprechzimmer kommt, eben einen vielleicht gerade mal noch beim Grüßen Beachtung schenkt und mit dem Rezept in der Hand wieder hinausschickt. Das sind alles Situationen, die wir hier mit der Dorn-Methode eben elegant und mit Leichtigkeit umgehen können, indem wir mit mehr Nähe zu unserem Partner, mit mehr Nähe zu unseren Freunden hier unterstützend helfen können, wenn hier Einschränkungen, wenn Schmerzen da sind, wenn wir auf Hilfsbedürftigkeit treffen. Ja, bitte. Ja, und das Bild, das war eigentlich schon dafür ausgewählt, nochmal zu zeigen, wie Dieter Dorn wirklich mit dem Herzen dabei ist und wie wir ihn auch in unserem Herzen haben. Da wusste ich ja noch nicht, dass er gestern hier wirklich unser Gast sein wird. Und was wirklich bewegt, ist Dieter sein Lächeln. Ja? Also ich habe gestern auch, sind mir viele Leute begegnet, die gesagt haben, mir ist Dieter Dorn das erste Mal über den Weg gelaufen. Und sein Lachen hat so was Schönes, so was Ansteckendes, so was Verbindendes, dass man wirklich bewegt ist. Und, ja. Und das eben vom Kindesalter bis hinauf ins hohe Alter. Ne? Genau, wir haben also hier den Kollegen rechts, der ist also 85 Jahre und behandelt immer noch täglich mit der Dorn-Methode. Es macht sein Leben aus. Und was wir auch sehen, ist die Nähe, die wir gerade angesprochen haben, auf diesem Bild sehr gut zu sehen. Spannen wir den Bogen wieder, weil das Referat neigt sich dem Ende, und ich glaube, wir konnten an den Buchstaben von Dorn ja ein wenig zeigen, wie es die Verbindung auch zur Dorn-Methode gibt, zur Bewegung gibt. Und wir haben, wenn Sie das mitnehmen möchten, ein kleines Blatt dazu vorbereitet, wo das auch nochmal draufsteht als Erinnerung.